Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odin mal shoppen. Da ist jetzt nicht alles hundertprozentig für mich, ich muss mal hier gucken, da ist jetzt nicht alles hundertprozentig für mich, also zwei Sachen oder so sind da nicht für mich. Ich würde sagen, oh Kater, Mensch, so ein Idiot, reißt denn den Stuhl um. Ich würde sagen, ich fange damit erstmal an. Ich habe da zwar schon ein separates Video zugemacht. Die ganze Zeit kommt der Kater nicht an. Da liegt er und pennt. Kaum schmeiße ich die Kamera an oder baue die Kamera auf, kommt der Kater an. Ja, ist ja gut. Der hat die ganze Zeit gelegen und gepennt. Dann geh mal rüber. Wenn du schon hier sein willst, dann aber drüben. So. Also, ich habe bei Hodi wieder fleißig bestellt, weil mein Apfel alle war. Und die haben jetzt nämlich Alligator. Da habe ich ja ein separates Video schon zu gemacht. Auch so einen Geschmackstest habe ich gemacht. Sieht man das? Apple Alligator. Ja, also mit den neuen Hodi-Bechern. So sehen die neuen Holi-Becher aus. Also die Schrift ist jetzt ein bisschen anders. Das habe ich in meinem Geschmackstest jetzt schon gezeigt. Oder vielleicht kommt der Geschmackstest auch danach. Ich weiß es nicht. Muss ja noch bearbeiten. Schwarz und weiß. Also da muss ich sagen, die finde ich ein bisschen einfallslos. Habe ich ja mal an dem anderen Video auch schon gesagt. Ich würde mir echt wünschen, dass sie die Deckel auch wieder bunt machen. Sieht halt schöner aus. Also mit dem Schriftzug finde ich okay. Ja. Aber ich finde hier grün und hier braun, wie so ein Deckel vom Apfel zum Beispiel, wäre schön gewesen. So, dann habe ich dreimal Apfel bestellt mit bei. Ja. Also wie gesagt, steht nirgendwo Bewerbung, habe ich alles selber gekauft, weil mein Eistee schon wieder fast alle ist. Dann war halt ab 33,66 Euro und ab 99 Euro, ab 33 Euro war halt so ein Plastikbecher, sieht aus wie so ein Glas mit Deckel und mit einem Alligator drauf und so. Ach Mensch, ey, wenn der fette Kater hier ist, dann kommst du hier nirgendwo ran. So, genau, hier seht ihr das Apple Alligator und hier oben und hier ist halt auch zu. Ja. Dann haben wir einmal hier Holi Eiswürfel, also die Buchstaben von Holi. Und ein riesen Strandtuch, ein buntes noch mit bei. Das habe ich auch im Holi-Video schon gezeigt. Super Qualität. Hoppala. Sieht so ein bisschen aus wie die Sümpfe, die gerade, also hier unten so, und das Ende von den Sümpfen. Ja, da ist dann das Wasser. Hier im Hintergrund ist dann die Stadt zu sehen. Ja. Kommt ganz cool. Ich hätte noch einen kleinen Alligator unten cool gefunden. Ja. So, dann können wir das auch wieder hier reinpacken. Apfel, Eisbecher, das. Wie gesagt, das Handtuch und so, das ist alles gratis. Nur weil ich halt einmal Apfel mit Becher bestellt habe. Und ich wollte eigentlich auch noch eine große Pulle haben, aber die ist ausverkauft. Ich hätte gern zwei verschiedene andere Eisteesorten noch gehabt. Also einmal Apfel und zwei andere. Vanille und Mango, Passionsfrucht. Aber die sind immer noch ausverkauft. Aber beim nächsten Mal werde ich mir die dann gönnen. Weil, ja, ich habe jetzt einmal angefangen, Apfel, dreimal habe ich. Also in so ein Paket, wenn die Kleine mittrinkt, reicht für, ich glaube, 35 Portionen. Ja, reicht dann praktisch eine Woche bei uns.
Also ein so ein Apple-Paket, ja? Eistee. Nicht Energy. So. Dann. Das kam heute, genau. Das würde ich gerne noch zeigen wollen. Dann kann ich das auch nämlich gleich dann wegschmeißen. Ich habe in meinem letzten Odimar-Shoppen mich aufgeregt über die Dicke des Kabels. Von dem Kabel für die Endstufe. Also beziehungsweise Verstärker, ja. Ich habe jetzt von Hamer den bestellt. Also ich habe den anderen zurückgegeben. Die wollten mir nur 3 Euro Rabatt geben. Fand ich ein bisschen wenig. Aber hier ist was Geiles mit bei, was ich euch unbedingt zeigen will. Ich will halt auch nicht zu viel aufmachen, weil das nicht einzeln dann irgendwo rumliegt. Weil ich muss es ja noch transportieren. So, aber hier, da haben wir doch. Einmal einen vernünftigen, den habe ich auch bei meinem alten Auto gehabt. Einen vernünftigen. So, ich hoffe, es geht jetzt. Ein vernünftiges Cinch-Kabel. Und nicht einzeln der Remote-Kabel. Also das ist ein, nicht nur ein normaler Cinch-Kabel. Ihr habt praktisch zweimal Cinch und hier noch so ein kleinen mit bei. Das ist der AMP, ja, der den halt den Verstärker einschaltet, beziehungsweise Subwoofer einschaltet. Oder wenn das Radio sagt, ich gehe aus, ausgeht. Ja, dass der halt nicht die ganze Zeit auf Dauerstrom ist und mir die Batterie leer suppt. Ja. Kabelbinder sind auch mit bei. Glaube, eine Ersatzsicherung ist auch mit bei. Und hier, guckt euch das an. Das ist doch ja kein Vergleich. Ja. Das ist doch ja kein Vergleich zu dem wie zum letzten. Das ist genau der gleiche. Ja, und guckt mal, hier ist alles schön Kabel. Also Kupfer. Ich versuche mal gerade, dass er das hier fixiert. Da will er nicht gerade richtig fixieren, aber hier ist alles. Das ist super. Da muss ich dann halt wahrscheinlich dann nochmal im Baumarkt gehen und halt noch zweimal, ne einmal für Strom, noch einen Adapter holen, beziehungsweise eine Verlängerung holen. Denke ich mir mal. Weil Bernhard hat gesagt, 7 Meter wäre schon besser. Und ich habe keinen Originalen gefunden, der 7 Meter ist oder so. Weil Bernhard das ja vernünftig verlegen will. Ja. Ich tue mir die Scheiße nicht mehr an. Und mit den ganzen Seiten-Airbags und was da alles ist, mit dem Abbauen und dann, ich habe zwar das Spezialwerkzeug für auch für Armaturenbrett und so, aber ehrlich gesagt, Leute, ich tue mir das nicht mehr an. Ich bin aus dem Alter raus, dass ich mir das antun muss. Nee. So, dann haben wir einmal hier noch ein Case. Das bringe ich heute auch gleich zu meiner Mama. Ich hoffe, ihr könnt da vernünftig erkennen. Mit so einer Katze hier unten. Einmal, so. Ach, das spiegelt so ein bisschen. Ich kann es halt unten. Also hier unten ist halt eine Katze reingedruckt, sogar wie es jetzt ist. Schmetterlinge sind drauf. Der Verschluss ist auch in Form von einem Schmetterling. Ja, meine Mutter hat jetzt nämlich das Xiaomi Redmi Note 12 oder so. Und dafür habe ich das gekauft für Mama. Also Mama hat mir Geld gegeben. Habe ich aufgeladen auf mein Konto, habe ihr das gekauft. Achso, und dann kann ich das ja hier gleich nochmal reinmachen. Dann habe ich das nämlich alles schön zusammen. Und heute kam dann noch, das kam gestern, das kam heute, Panzerschutzfolie. Und zwar, die sieht man hier leider nicht. Ja, ich werde die euch auch verlinken. Das ist, also es gibt welche, wo dreimal und dann zweimal. Ich habe jetzt hier nur zweimal gekauft. Warum? Weil das ist, in der Packung ist nicht nur zweimal für Front,
sondern zweimal für hinten auch, für die Kamera. Ja, dass die auch geschützt sind. Dann kommt das da, kann ich das. Oder Mutter macht. Die hat ja auch einen Tatterich. Ich denke mal, wird darauf hinauslaufen, dass die Person das macht, die das bei allen Handys bei uns macht. Also die früher bei Mama gemacht hat, die bei mir immer macht und bei meiner Tochter und bei sich selber. Also ich rede von meiner Frau. Also Freundin. Die wird das wahrscheinlich machen müssen. Dann habe ich mir von Lexa eine SD-Karte geholt. 100 MB Geschwindigkeit, 64 GB. Weil das neue Autoradio schafft ja 64 GB Karten. Also das alte hat ja, glaube ich, nur bis 16 geschafft. Also so müsste jetzt halbwegs gehen. Alter hat ja nur 16 geschafft. Oder 32, ich weiß es nicht. Hier ist so ein Adapter gleich mit bei. Habe ich 6 oder 7 Euro bezahlt. 6 oder 7 Euro mehr halt nicht bezahlt. Weil, ja, ich habe jetzt eine 8 GB drinne, da wo das Kartenlaufwerk ist, also für die GPS-Karten. Jetzt habe ich mir hier 64 GB geholt. Da werde ich meine Diskografien, die ich habe, Onkels, Freiwild, Sabaton, Santiano und so, dann werde ich halt so meine Diskografien drauf machen. Kann ich trotzdem auch beim Media Player auf GPS-Karte zugreifen. Habe ich schon getestet, funktioniert super. Und ich werde hier einen Ordner machen für Apps, den werde ich Radio-Apps nennen. Ja? Und da kommen dann die Apps, die beim Radio mit bei waren, eigentlich, die aber, wenn man es neu macht, weg sind. Das ist Topal Sprachassistent, Aigo war mit drauf, was war noch? Achso, die DB Plus App, ja, die ist nämlich auch, wenn man das Radio resettet, beziehungsweise auf Werkseinstellung zurücksetzt, ist die auch weg, ja, nach langem Hin und Her, weil sie gesagt haben, du hast doch keinen Stecker gekauft dafür. Hin und Her mit der Firma habe ich dann endlich den Adapter wieder, also praktisch die App gekriegt, weil ich habe ja so ein Adapterkabel. Ach, den habe ich im letzten Video euch schon gezeigt. Fakra auf SMG oder SMR oder ich habe keine Ahnung, wie das genau heißt. Und das kannst du für GPS-Antenne nehmen, das kannst du aber auch für deine digitale Radioantenne haben, nehmen, was dein Autoradio schon hat. Und das einfach ran und dann halt hinten rindrehen. Wenn das Radio diese SMG-Stecker hat, diese goldenen zum Drehen, wird auch vom GPS-Radio, also bei den Android-Radios, wo dann halt diese Drehdinger sind, dann kannst du das benutzen, dann brauchst du diesen Adapter nicht. Das funktioniert trotzdem ohne Probleme. Ohne Probleme. Super. Ja, die wollen euch dann halt immer nur das, ja, kaufst Antenne und dann hier hast du einen Adapter und so. Ihr könnt die vom Auto nehmen. Einfach zack, zack, funktioniert ohne Probleme. Ihr könnt auch die GPS-Antenne, wie gesagt, vom Auto nehmen und braucht nicht mal die GPS-Antenne hinten hinter das Radio oder oben irgendwo verlegen oder so. Wenn euer Auto eine GPS-Antenne hat, einfach den Adapterkabel genommen, zack, ran, funktioniert. Mittlerweile gibt es bei vielen, habe ich gesehen, also bei meinem Nissan zum Beispiel ist es so, dass die habe ich mir als eine Radius angeguckt, da werden jetzt diese goldenen Stecker wegrationalisiert. Dann gibt es halt den nur noch für GPS und DB Plus und so, das läuft dann über einen USB-Stick. Also praktisch, also mit so einem, auch eine Antenne, dann auch wieder mit diesem goldenen Stecker und dann kommt ein USB und dann müsst ihr das USB ins Autoradio machen. Das ist dann halt von Nachteil. Da könnt ihr natürlich auch sagen, dass ihr diesen Stecker mitbesteckt, also wenn ihr das Radio kauft, einfach sagen, hier, ihr wollt den Adapter mit haben. Und dann nehmt ihr diesen Adapter, macht auch diesen Adapterkabel von eurem Original zu diesem goldenen Stecker, also diesem zum Drehen, dann in den USB-Stick und der USB-Stick dann ins Autoradio an diesem USB-Kabel. Funktioniert auch, hat ein Kumpel gemacht, kann ich euch sagen, funktioniert definitiv. Und ihr braucht die Antenne nirgendwo rankleben, wenn ihr schon eine Antenne habt. So, aber nichtsdestotrotz, dafür ist das. Da kommen meine Diskografien rauf und so. Also, dass ich halt nicht immer einen Haufen Sticks mitschleppen muss. So meine Diskografien, Onkels, das haben genug Alben. Von Johnny Cash habe ich genug. Meine Heinz Rühmann, die habe ich, glaube ich, nicht mehr auf dem PC. Da muss ich erstmal im Keller und die CDs nochmal hochholen. Ich habe da so 2-3 CDs von Heinz Rühmann. Die waren, eine war bei der Feuerzangenbowle Collectors Edition mit bei und dann halt. Ja, ich stehe auf so einen alten Kram. Höre ich auch gerne. Oder erste allgemeine Verunsicherung und sowas. Das muss ich dann halt nochmal
Da muss ich mein Laufwerk dann nochmal anschmeißen und das nochmal umkuddelmuddeln, also von CD in MP3, weil meine alte Festplatte mir ein Arsch gegangen ist mit meiner ganzen Musik oder mit der Hälfte der Musik. Ja, ich hatte zwei. Ja, einmal so eine normale Festplatte mit normaler Musik und das alles, was ich so eher in die Rockschiene habe, war noch eine andere Festplatte. So, geh mal, mach mal Platz hier. So. So, dann habe ich noch was bestellt. Es wird auch nochmal ein Odimar Shoppen geben, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich es Odimar Shoppen nenne, oder halt ein Spezialvideo, weil ich dann Shop getestet habe. Weil ich habe ja auch bei Alibaba schon ein paar Mal bestellt und habe mit Alibaba eigentlich in der Regel sehr gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt gibt es ja noch so einen neuen Shop, Temu oder wie der heißt. Da hat mir Test, erstmal Grüße an Test, einen Link zu einer Plasteflasche geschickt. Also die, die ich für 9 Euro bei Amazon gekauft habe. Dafür 3 Euro, 2 Euro, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen gefunden und habe gedacht, na, das ist doch die richtige Möglichkeit, das mal zu testen, wie es so ist. Und habe da mal bestellt. Ich weiß nicht, das sollte eigentlich nächste Woche kommen. Also kommt nochmal ein Odimar Shop, habe ich 5, 6 Sachen bestellt für um die 14 Euro. Da ist der Versand schon drin. Und ja, mal gucken. So, hier habe ich noch was bestellt. Das ist fürs Auto auch. Das habe ich beim letzten Mal vergessen. Und ich habe noch was bestellt. Also ich werd wahrscheinlich das Odimar Shoppen wieder so in Etappen machen. Ich werde euch natürlich, vielleicht zeige ich euch von Temu das hier auch und mache dann zu Temu nochmal ein separates Video. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir hier so ein USB bestellt. Ihr seht ja das USB. Das kommt dann so ins Armaturenbrett rein und... Und der Kater schnurrt. Wartet mal, da muss ich das mal kurz abmachen, damit ich euch das erklären kann. Weil mein Autoradio hat ja noch USB. Hat so ja mehr USB-Anschlüsse. Das heißt, zweimal USB und einmal für die SIM-Karte. Da kannst du so einen Adapter, kannst eine SIM-Karte drin machen. Ja? Und einmal... Ein USB ist ja belegt, da ist dann praktisch der USB, der im Kanal drin ist, dran. Und dann, der kommt dann halt so raus mit so einem Audio, ja, hast du ja dann da USB und AUX ist da drin, ganz komisch angeordnet, echt, da kommst du so einfach nicht ran. Aber okay. Und ich habe vorne dann ja den Zigarettenanzünder, wo ich jetzt einen USB, also da war auch gar kein Zigarettenanzünder drin. Nö, da ist halt nur das Loch gewesen. Aber egal, brauche ich ja sowieso nicht. Also den Anschluss schon, weil ist ja ein USB drin. Und daneben will ich halt dieses ranmachen. Da kommt dann praktisch der Kabel nach oben. Und dann kann ich den dann im Autoradio praktisch an diesen Adapter ranmachen. Und das sieht dann ganz so aus. Da muss man erstmal hier... den Gummifropfen drüber machen. So. Der gefällt mir gar nicht. Also mit dem Gummifropfen, also ich habe eigentlich gedacht, dass ich das dann auch mal zumachen kann. Dass das ganz gut ist. Aber das ist gerade, stelle ich gerade fest. Ich wollte eigentlich einen anderen holen. Den hatten sie aber nur im Doppelpack. Ja, nee, das gefällt mir gar nicht. Weil der USB-Fropfen, der geht halt nur bis davor. Und dann haben wir hier eine Lücke. Das soll ja bindig mit dem Auto sein. Also mit dem Dings hier. Praktisch soll ja bis hier rangehen. Ja, und jetzt haben wir hier praktisch. So. Finde ich jetzt doof. Na gut, dann muss vielleicht so sein, damit das hier vernünftig zugeht. So. Also müsst ihr euch das vorstellen. So. Und dann kommt praktisch. Wir sehen, was haben wir denn hier? Ich glaube, der kommt dann da rein. So. Praktisch, das kommt dann ein Loch drin gemacht. Dann kommt der durchgesteckt. Und von der anderen Seite kommt dann. Hier das hier rauf hier dreht. Wartet, ich muss jetzt nur
vorne drehen. So ein langes Gewinde. Und das ist dann oben halt platt. So, das ist dann halt bündig. Ja. Sieht man, ja, ist, ach so, das ist dann bündig. So, ja, mit dem. Ach so, gut. Dann macht das natürlich Sinn. Aber trotzdem hast du dann halt praktisch, ist dann praktisch hier das vom Auto und dann hast du ja immer noch hier so ein Spalt. Also der fällt mir jetzt gar nicht. Und dann kannst du das halt, aber das ist halt wegen dem Zumachen. Ja, dann kannst du den halt zumachen. Wenn du den nicht brauchst, dann hast du den halt so vorne drin und wird nicht dreckig. Wenn du brauchst, machst du ihn einfach auf und steckst deinen USB rein. Ja, natürlich dann halt. So angepasst, dass das dann natürlich so ist, dass er zugeht. So, und wenn du das aufmachst, dass die Klappe dann halt oben ist und der USB-Stick gerade. Oder halt vielleicht doch, dass er so ist im Auto. Dann kannst du ihn drin machen, aber dann geht er zu weit nach unten. So hast du dann halt noch Platz. Dann kannst du hier noch in zwei USB-Sticks ins Fach legen, ohne dass es hier oben rankommt. Hier ist auch, kann man natürlich auch hier in so eine Halterung machen und dann praktisch eine Seite vom, also kann man auch natürlich im Schrank einbauen oder so oder am Arbeitsplatz oder so und dann zack und dann ist, guckt das raus. Oder man macht das halt hier drin. Ja. Und dann kann man das auch von unten festschrauben und dann kann man das am Tisch an der Seite festmachen oder was weiß ich. Hier sind noch Schrauben mit bei. Ist für mich eher uninteressant, brauche ich nicht. Ich lasse das mal zusammen für Bernhard. So. Weil ich will es nirgendwo festschrauben. Ich will es halt im Auto haben. Ja, aber na ja, gut, doch, so geht es. Ich habe nur gehofft. Achso, das ist, weil es hier so drüber gehen muss. Deswegen. Aber naja. Gut, wenn du so ruf guckst, siehst du das vielleicht gar nicht so. Aber ich finde, das ist schon ein kleiner. Ja, eine Stelle, wo sich hier Dreck sammeln kann. Aber naja, okay. So, mehr ist jetzt eigentlich jetzt noch nicht gekommen. Ich werde das jetzt alles wegpacken. Und wenn mein Auto alles fertig ist, ganz ist, dann gibt es ja dann auch nochmal ein Video. Es kommt noch was fürs Auto. Ja, und dann würde ich sagen, dann wartet für den ersten Schwung. Es kommt ja noch Temu und dann kommt noch was für das Auto. Und ne, ich komme drauf an, wie lange das dauert, bis das kommt. Das sollte rein theoretisch nächste Woche kommen. Nächste Woche kriege ich auch nochmal Geld. Dann könnte ich noch mal einen Schwung was holen. Weil zwei, drei Sachen bräuchte ich noch. Und dann ist da Schicht im Schacht. Ich sage euch auch so, wie es ist. Ich habe da was gesehen bei Ali. Wartet mal, ich muss mal. Da bin ich wieder. Ich muss mal schnell den Akku wechseln. Na, dicker Kater. Ich sag euch nur so, wie es ist. Hätte ich hier noch Kohle, ich hätte noch mehr bestellt. Ich habe da was gesehen bei Ali. Ich werde euch das mal in die Videobeschreibung machen. Könnt ihr euch gerne angucken. Gibt es für alle Automodelle. Da kannst du die Kofferraumklappe nachrüsten mit Gasdruckfedern oder mit mechanischen Federn. Ach Quatsch, Federn. Dingsbumser, die Langdinger mit der Hydraulik und Motor und alle drum und dran. Draußen kannst du einen Sensor machen, oben kannst du einen Knopf machen, vorne kannst du einen Knopf drin machen ins Auto. Und dann brauchst du nur mit dem Fuß so lang wedeln und dann geht der Kofferraum auf. Oder nochmal wedeln, geht dazu, hast einen Knopf, kannst du zumachen. Kannst vorne hast du den Knopf, kannst du aufmachen. Wenn du nochmal drückst, geht der Kofferraum zu. Kostet halt um die 300 noch was. 399. Ich habe auch für 250 schon welche gesehen. Gibt es auch mit, also einige Hersteller machen auch mit Fernbedienung, also praktisch nicht, dass du eine separate Fernbedienung hast, sondern das funktioniert so ja mit der Fernbedienung vom Auto. Wenn der Kofferraum aufgeht, geht bei mir ehrlich gesagt nicht. Jetzt muss ich mal mit denen erstmal schreiben, ob es da auch eine Möglichkeit gibt, weil der eine hat, da hat er zweimal aufgedrückt, das Auto, und dann ist es aufgegangen. Das habe ich noch nicht ganz durchgecheckt, weil der Übersetzer hat das beschissen übersetzt. Da muss ich nochmal gucken. Also wenn es die Möglichkeit auch gibt, dass du dann halt aufdrückst oder zweimal aufdrückst und dann geht halt der Kofferraum auf, das wäre natürlich auch geil. Ja, wenn du von Weitem schon aufmachen willst, dann brauchst du mit dem Fuß nicht rumholen.
Ja, also das ist ganz cool. Und bei Temu, wie gesagt, da habe ich auch was bestellt. Also wenn das so klappt, wie ich denke oder wie ich hoffe, dass es das klappt, dann habe ich damit auch schon wieder 60 € gespart. Da könnt ihr auch gespannt sein. So, nichtsdestotrotz, wie gesagt, das war's für den ersten Schwung. Wir sehen uns gleich halt. Ich mache ja durchgehend weiter beim nächsten Schwung. Was denn nächste Woche, beziehungsweise was dann übernächste Woche kommt, weil nächste Woche kriege ich nochmal Geld. Da werde ich dann auch nochmal was bestellen. Und dann müsste ich eigentlich alles zusammen haben. Hoffe ich doch. Und dann geht's los. So. Ja. Jetzt mal eine andere Aussicht, weil ich kann es leider nicht anders filmen. Das ist heute gekommen. Es sieht sehr groß aus, ist aber nicht schwer. Kann ich mit einer Hand heben. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist Odima shoppen, beziehungsweise Odima einkaufen. Also zeige ich es euch auch. Logischerweise. Kann ich ja nicht nur schlecht. Das war's? Du wolltest mich doch rollen, oder? Oh Gott. Na, Mensch, ist doch nicht. Ey, so ein Riesenkarton, nicht mal die Hälfte ausgefüllt. Naja. Haben sie wohl keinen in der Breite und Länge oder Höhe. So. Aber ich hoffe, ihr könnt es halt trotzdem halbwegs erkennen. Oh Gott. Das ist die Matte fürs Auto. Für hinten, für den Kofferraum. Hier sind dann halt die Bilder. Ich werde es euch natürlich auch verlinken. Perfekt Kit. High Quality. Udor Lights. Udor. Odo. Udorless. Ja, wir haben da einzelne Kammern da irgendwie. Ein Netz kann man noch drüber machen. Das ist eine garantiert nicht mit bei mir im Auto nicht drin. Organizer Features. Die per Laser Die per Laser durchgeführte Vermessung jetzt des Fahrzeug Innenraums und der Blabla Entwurf Blabla eine präzise Anpassung. Also die haben den Kofferraum von Qashqai vermessen mit Laser und darauf das Ding gebaut. Hohe Strapazität. Muss ich aber doch meine Brille aufsetzen. Mensch, Proline. Die Kofferraumverkleidung in Form eines Organizers schafft Ordnung im Kofferraum Ihres Fahrzeuges. Ich habe es eigentlich nur geholt, weil es eine Wanne ist, aber okay. Möglichkeit der Verwendung von Haltevorrichtungen. Ach Quatsch, der hohe Rand bietet einen zusätzlichen Schutz des Bodenbelages vor Verschmutzung bzw. Beschädigungen. Geruchloses Produkt. Pflegeleichte Oberfläche. Einfach mit dem Kärcher drüber fertig ist. Also natürlich vorher aus Auto rausholen. Also nicht im Auto abkärchern. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Aus dem Auto rausholen, neben das Auto legen, Auto alle Türen zu und dann kärchern. Nicht, dass das Auto dann schwimmt. Von innen.
Dank dem modernen Design kommt der originale Look ihres Fahrzeuges erst richtig zur Geltung. Naja, da bin ich mal gespannt. Nur mal gucken, kriegen wir das hier auf. Hier oben kriegen wir es auf. Hat mich 17 Euro oder so gekostet. Ich hatte die anderen. Ist ja noch kleiner. Also der erste große Karton, da der kleine drin. Und jetzt hier. So. Und jetzt soll die Matte sein. Ich hoffe, die wird auch wieder gerade. Nicht, dass die sich im Auto denn auch nicht mehr gerade macht, sondern so gewölbt ist. Aber naja, okay. Aber es scheint leicht zu gehen. Ja. So, und dann praktisch so kommt es dann ins Auto rein. Ja, ich habe ja auch noch hinten Taschen drin und so. Pro-Line steht unten dran. Ich werde das mal so machen. In der Hoffnung, dass ihr das vielleicht ein bisschen seht. Weil hier biegt sich das halt weg. Aber wir haben halt hier, na seht ihr, hier ist das nämlich schon hochgekommen. So, hier hochgeknickt. Ist das scheiße. Ist das scheiße, wenn hier Knicke drin sind. Und wenn die vielleicht nicht mehr raus hier. Ja, dann sollen sie doch eine bessere Verpackung machen. Ist doch Quatsch. So, gerade machen. So. Aber egal. So, wir haben nämlich hier jetzt auf der linken Seite hier einfach hier und hier noch ein Dreieck hier, hier links und hier auch. Und auf der Seite genau das gleiche. Haben wir hier auch irgendwo eine offene? Ach, hier ist offen. So, Nissan Qashqai Serie 2013. Ich habe 2017. Stand aber auch drauf bei der Bestellung. Ich habe ja die. Hier ist ein anderes Bild, das ist nicht King Qashqai hinten drauf hier. Da muss ich online gleich nochmal nachgucken. Also ich habe auf jeden Fall für Qashqai 2017, stand jedenfalls drauf, kompatibel mit meinem Auto. Aber naja, egal. So, was haben wir hier? Irgendwelche roten Dinger hier drauf. Ja. So. Ihr könnt das so ein bisschen vielleicht sehen. Ich werde mal so näher rankommen. Ein bisschen zoomen. Ist nämlich gerade ein bisschen dunkel alles. Warte mal, ich habe doch hier irgendwo. Ich habe eine Idee. Ach ja, ich mein Handy. Elgato, 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 Elgato. Müsste hier doch sein. Nee, ist es nicht. Ach hier. Die Licht-App. Licht an. Jetzt machen wir hier einfach mal volle Pulle. So. Könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier Kammern, aber hier ist gerade der Bogen. Ich hoffe, dass sich das nochmal zurechtbiegt. Wir haben hier so einzelne Kleine. Soll auch rutschig sein. Und hier ist halt der Rand. Der ist jetzt hier auf ein bisschen schräg, aber der soll halt dafür sorgen, damit das hält. Also nichts rüberkommt. Ach Gott, Moment. Das kommt ein bisschen vorne. Und warum ich dieses geholt habe, ist,
Ja, gut. Jetzt ist es gerade nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Weil es ist hier hinten nicht hoch genug. Also hier an der Seite ist es so ein bisschen hoch, aber hier sieht es jetzt nicht gerade hoch aus. Mal gucken, wie es denn beim Liegen. Ja, doch, ein bisschen. Wenn es liegt, kommt es ein bisschen schräg hoch. Aber so, die untere Seite, die soll hier bündig mit der, also wenn man das beim Kaschkai nicht tief gemacht hat, also ist ja doppellagig der Kofferraum, also Ersatzrad, dann kommt ein Boden, dann kommt ein bisschen Lücke und dann kommt man nochmal so ein Boden. Und wenn man den zweiten Boden nicht rausnimmt, sondern oben drauf packt, dann kommt der bis an das Plaste vorne ran, dass halt nichts auf den Boden runterkommt. So, oh Gott, ich schwitze. Ich werde euch das auf jeden Fall verlinken. Vielleicht mache ich auch noch mal ein extra Video und zeige euch das. Da ist auch so ein Bullenkopf drauf. Macht sich vielleicht besser, wenn ich euch das auch bei Amazon zeige. Ey, wir haben hier 33 Grad draußen und hat hier regnet, aber es ist einfach, es ist wie eine Wand. So. Ja. Dann werde ich das mal ausliegen lassen. Mal gucken, dass ich das wieder hochkriege. Und nachher werde ich ans Auto hier. Ja. Werde ich das dann mal mitnehmen und mal reinmachen ins Auto. Also ich hoffe, dass sich das gerade liegt, wenn nicht, dann beschwere ich mich. Also über den Versand und so. Dann möchte ich halt ein anderes haben. Ich werde es mal hier hinten hinlegen. So. Dass sich das ein bisschen ausliegt. Haben wir hier denn vielleicht noch was drauf? Oh, ihr seht mich. Polnisch, Großbritannisch, Finnisch, Italienisch, Deutsch. Ne, hier steht nochmal das gleiche drauf mit per Laserabtastung und so. Ah doch, das ist ein Kaschkai hier unten auf dem Bild. Das ist ein Kaschkai, glaube ich. Ja, das ist an der Seite hoch, aber hinten sieht das. Also das Original sieht hinten jetzt nicht so hoch aus, wie es auf den Bildern aussieht. Ne, mal gucken. Aber hier seht ihr das. Also ich meine, dass es dann halt hier praktisch bis hier rauf geht. Oder ran geht, rüber geht, so ein bisschen. Ich mache ja sowieso später, denn wenn alles dran ist und das Auto wieder repariert ist und wieder schick aussieht, dann mache ich ja sowieso noch mal ein Video. Ich will ja sowieso noch ein Video zum Android-Radio machen, aber dann mache ich sowieso noch mal ein Video, um euch die ganzen Teile auch noch mal zu zeigen, wie sie denn im Auto aussehen und ob etwas für euch ist oder nicht für euch ist. Und dann habe ich die auch schon ein bisschen getestet. Auch die Zierverkleidung und Blinker und die Matte. Was habe ich denn da noch alles? Ah, ich habe Haufen Zeug geholt. Also aber eigentlich preisgünstige Sachen. Ich warte noch auf ein Paket. Da ist eine Sache fürs Auto, nee, zwei Sachen fürs Auto drinne. Da wird es ein Spezial geben. Also ich werde es im Odimo zocken, shoppen auch zeigen, aber ich werde zu dem Shop noch mal ein separates Video machen, weil ich das mal testen wollte, wie das ist. Ich werde noch nicht so viel verraten. Das sollte, ich glaube, jetzt die Woche kommen. Ich hoffe es. Und dann habe ich alles. Mein Werkstattmann ist am 21. wieder da. Der ist nämlich im Urlaub. Den kann ich dann nämlich hin und das Zeug alles hinbringen. Oder fast alles hinbringen und das Auto in den Termin machen, weil muss ja Koffer, Quatsch, Motorhaube und so neu gemacht werden, wo der Baum runtergefallen ist. Und ja, wenn das repariert ist alles und ich dann den Rest angebaut habe, logischerweise, mache ich erst, wenn alles schicki ist, dann mache ich das Video, wo ich euch alle Teile nochmal zeige. Und da könnt ihr dann ein paar Fragen stellen und ich hoffe, dass ich euch die Fragen auch beantworten kann. So, jetzt würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Und wir sehen uns gleich halt im nächsten Abschnitt des Videos, wenn halt das von dem anderen gekommen ist. Wozu ich dann aber nochmal für den Shop separaten. Ich weiß noch nicht, ob ich alles zeige oder nur die zwei Sachen für das Auto. Ich habe noch keine Ahnung. Jedenfalls will ich zu dem Shop eigentlich nochmal ein separates Video machen, wo halt nur die Sachen von dem Shop drin sind, weil ich habe unfassbar wenig bezahlt. Ja. Aber naja, nichtsdestotrotz, bis gleich.
So. Und da haben wir denn schon das erste. Ey, das ist 1:1 die Flasche, bloß dass nicht dieser Schriftzug mit B draufsteht. Weil ich habe gedacht, noch eine Flasche für eine zum Saubermachen oder dass man auf Maschine verschiedene Dinger sich anmischen kann, dass ich auch mal 2 Liter Energy mir anmischen kann. Und halt eh mal Energy und eh mal den Eistee-Mix im Kühlschrank habe. Ey, das ist 1:1 die Flasche. Außer dass hier halt, na doch, hier oben ist fest. Das ist bei mir lockerer. Hier ist auch keine scharfe Kante. Also es sieht ganz gut aus. Aber das hier, was hier unten ist, dieser schwarze Ring, der ist, ach, der ist jetzt, den kann man abmachen, okay. Der ist bei meiner, also bei der Amazon-Version. Ah, hier sieht man schon, hier ist irgendwie was hier. Ach, jetzt ist das auch drehbar. Wartet mal, ich mach mal das kurz ab, das sieht. Ja, der Ring ist hier halt nicht so sauber verarbeitet, würde ich sagen. Hat so ein bisschen, ja, der ist so ein bisschen eingedreht. Also sieht jetzt nicht so, aber naja. Scheiß was drauf, ehrlich gesagt. Solange das halt hier vernünftig drauf hält und. Ach. Ja, jetzt geht's auch. Jetzt habe ich es ein bisschen weiter runter gemacht. Also der Ring ist jetzt nicht so sauber verarbeitet. Aber sonst. Ach, Entschuldigung, ey. Ich schwitze mir den Wolf. Sonst. Außer, dass der Ring hier so schräg ist. Also ich, ja. Ihr werdet da bestimmt nicht sehen, aber da ist es, also, ja, so ein bisschen eingedreht ist, sieht es gut aus. Auch keine scharfen Ecken. Na doch, hier. Hier habe ich so ein bisschen. Hier. Aber das ist nur Plastik, da kann man. So. Und schon ist die Ecke weg. Jetzt muss ich noch prüfen, ob die auch dicht ist dann. Das mache ich aber nicht jetzt. Und dafür habe ich anstatt 10 Euro 2,55 Euro bezahlt. Also die haben ja so Tiefpreise. Also die meiste Qualität können sie natürlich nicht liefern. Aber bei einigen Sachen, wenn man die für Amazon, weil die Leute verkaufen das zu Temu für einen schmalen Taler, aber manche verkaufen es für Amazon und machen einfach mal das Dreifache draus. Also da müsste man mal gucken. Da kann man bestimmt das ein oder andere Schnäppchen machen. Also hier steht halt kein Aufdruck drauf. Aber sonst würde ich jetzt sagen, vom ersten anfassen, eindrücken, festhalten. Ist es 1:1 die Flasche, die ich bei Amazon bestellt habe, für 9,99 Euro. So. Dann habe ich mir einen silbernen Totenkopf bestellt. Sieht man das jetzt so ein bisschen? Für das Auto. Das war die kleinste Größe. Ja, da bin ich am Überlegen, den auf die Heckscheibe unten zu machen. Oder halt auf die Heckklappe. Aber dafür ist er vielleicht zu groß. Muss ich mal gucken. Paar Cent bezahlt. So, dann habe ich bestellt hier einen USB-Stick, der Licht macht. Also der macht nichts weiter. Der ist einfach nur dafür da. Ich guck mal, ich muss mal gerade gucken, wo man den aufmacht. Ja. Der ist einfach nur dafür da. Na komm her. Der hat hier so 2 LEDs. Hat der auch einen Knopf? Nö. Oben hat er LED, unten hat er LED, Knopf hat er nicht. Doch, oben, das ist ein Knopf. Da kommt man aber schwer ran. Naja, okay. Also da muss ich dann auf jeden Fall mal gucken. Weil hier steht auch keine Beschreibung, aber vielleicht habe ich ja bei Temu eine Beschreibung, weil das macht sich echt blöde. Auch mit meinen dicken Wurstfingern macht sich das blöde. Aber für ein paar Cent kannst du das mitnehmen. 1 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Also, warte mal. Das waren 2,55. Das war auch 2 Euro. Sind wir bei 2, 4, 6 Euro. Das waren 7 Euro, also 1 Euro. Ach so, ja, stimmt. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, da kommen wir auf das Geld. Ja, okay. Aber da fehlt noch was. Ach nee, das ist hier. Ha, 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 ha. So, gut.
Werdet ihr gleich sehen. Ich habe nämlich, warum ich überhaupt bei Temu bestellt habe, nicht nur wegen der Flasche, weil ich habe noch was anderes gesehen, das war nämlich ein Mega-Schnäppchen. Warum ich das jetzt bestellt habe, erstmal weil es billig war und für Handschuhfach, nicht Handschuhfach, für die Mittelkonsole habe ich ja einen Zigarettenanzünder, wo ein USB-Stick drin ist, dass ich mein Handy laden kann. Und da habe ich einen noch frei. Oben habe ich Handy, unten drunter und den will ich da reinmachen, dass da unten ein bisschen Licht ist. Ja, also dezent. Ja. So, dann habe ich zwei Sachen bestellt. Ja, das kommt erst später. Josie, kannst du mir meinen Autoschlüssel holen? Am besten den mit dem Plasteteil dran, der auf Ersatz ist. Also der mit dem schwarzen Plaste. So. So. Ich habe auch hier noch für dich deinen Schlüssel, der hat im Auto gelegen. Da müssen wir einen neuen Ring dran machen. Das ist mein Autoschlüssel. Aber den hast du mitgenommen, aus Versehen. Nee, der war bei mir liegen. So, da, den habe ich mir in England gekauft von einem Schrottauto. Der sieht so ja schicker aus als mein Schlüssel, der beim Auto dazu war. Aber hier ist schon ein Bart natürlich dran von einem Unfallauto. Ja, das ist, kann ich nicht benutzen. Jetzt habe ich bei Temu, weil das Ding würde mich bei Nissan, glaube ich, um die 50, 60 Euro kosten. Jetzt habe ich bei Temu einen Rohling gefunden. Der ist roh. Ja? Hat die gleiche Form, auch hier unten. Ja? Da ist nichts drauf. Jetzt versuche ich den halt für 5 Euro im Shop, also im Baumarkt. Hat auch die... Ja, ist genau gleich. Ja, also außer, dass der halt jetzt hier kein Dings hat. Jetzt will ich den halt, da, also nicht damit, aber mit dem Originalschlüssel machen lassen. Und der passt sogar. Und das sieht ja cooler aus als mit dem Original, da wenn das hier unten silber ist. Ja, seht ihr das? Ja, normalerweise schwarz, jetzt ist es silber. Sieht so ja geiler aus, finde ich jetzt, ehrlich gesagt. So. Also passt das. Dann können wir den machen lassen, weil der Originale, der ist, sieht dann halt so aus. Der ist dann halt hier unten schwarz. Ja, also ich finde den mit dem Silbernen so ja ein Stück cooler. Also ich werde den wahrscheinlich den als neuen Schlüssel nehmen, als Originalen. Und den Originalschlüssel, der beim Autokauf dabei war, den werde ich zu Hause lassen. Weil erstmal sieht das hier viel schicker aus, nicht so abgenuddelt. Und ich finde das mit dem Silbernen dann halt ganz cool. Ich zeige euch das nochmal. Oh. Und dann zahle ich 2,50 Euro oder sowas zum machen lassen. Hier. Sieht doch eigentlich cooler aus, wenn das da unten silbern ist als schwarz, oder? Und wie gesagt, das kostet mich den Schlüssel machen lassen. Also so nur dieses Teil. Mit dem passenden Bart, weil das ja kodiert. Die haben ja für alle Modelle halt das schon da irgendwie. Keine Ahnung, Nissan hat mir das erklärt. Muss ich um die 60 Euro bezahlen, dann kriege ich den, dann passt der auch gleich zu dem Auto. Aber wenn ich das halt, ja, weil die haben praktisch den Bart von allen Modellen, haben die da, und also von allen Autos und das wird dann einfach da gemacht und dann, ja, muss ich die Seriennummer von meinem Auto angeben und dann machen die das und dann, aber wenn ich das beim Baumarkt machen kann für 2,50 Euro, dann das kodieren lassen, also ich habe hierfür habe ich 15 Euro bezahlt, hier 2,50 Euro, sind wir bei 17 Euro, sagen wir mal rundgerechnet 18 Euro, dann das machen 2,50 sind wir bei 20,50, wir rechnen mal ein bisschen hoch, ein paar Cent mehr, machen wir mal 25 für beides und dann halt noch das kodieren lassen, 25, ich weiß es nicht, das dauert wohl nicht lange bei Nissan, rechnen wir mal 60 Euro ein, 60 plus die 25 sind wir bei 70, 80, 85 Euro. Ja, und dann habe ich wieder einen Schlüssel, also einen Funksender und einen Schlüssel für das Auto. Wobei ich bei Nissan, wenn ich das bei Nissan direkt gemacht hätte, alleine nur für das, also, wartet, nur für dieses hier. Nur für dieses. Ja, da ist kein Schlüssel, kein gar nichts. Einfach nur für den Sender, der muss auch noch angelernt werden. Um die 380 plus 60 für das Kodieren. Ja, also praktisch halt der Schlüssel und 60, dass das noch kodiert wird. Ja, das ist zu teuer. Das machen wir nicht. So, da.
Das war halt der Hauptgrund, warum ich bestellt habe. Und da habe ich gedacht, ach, dann kannst du die Flasche gleich mitbestellen, weil ich wollte eigentlich die Flasche später bestellen. Aber die habe ich geguckt und dann habe ich gedacht, ach, guckst du mal für Nissan? Und dann habe ich halt den Schlüssel gefunden und habe gedacht, der muss rein, die Flasche rein. Und dann guckst du mal, was du noch so findest. Totenkopf und USB ist eigentlich zum Schluss gewesen. Ich habe dann hier das hier noch. Für einen schmalen Taler auch. Nee, das hat über 2,90 Euro oder 2,50 €. Ich weiß es gar nicht. Also ich war nicht über 3 Euro bei den Artikeln. Da habe ich mir so ein Lederteil bestellt. So ein Schlauch. Und da hat hier oben ein Loch. Jetzt fragt euch, hä? Ja, das kommt in die Seite zwischen Kanal und Autositz. Und hier kommt praktisch der Gurt durch. Und auf beiden Seiten, ich habe zweimal. Und dadurch kann mir nichts mehr an Geld oder mein Handy zwischen Kanal und Sitz rutschen, weil das kommst du kaum ran da. Das ist total scheiße. Ja, also auf jeden Fall, sagen wir mal, nee, Quatsch, die haben doch 2,50 sind wir bei 5 Euro. Der Schlüssel hat, glaube ich, knapp 3 Euro gekostet. 5 Euro, 8 Euro, 9, 10 Euro, 11, 12 Euro, 13, 14, 14 noch was, ja. Also alles so im Schnitt 2 Euro gekostet, 1 Euro noch was, so in dem Dreh. Außer halt die Flasche war 2,95 oder so. Der Schlüssel auch um die so was in dem Dreh. Und die waren die auch 2? Nee, die waren 2,50, glaube ich, gesagt. Ja, also eigentlich sind wir da jetzt gewappnet. Jetzt habe ich auch alle für das Auto da. Das werde ich noch auswaschen. Und dann können wir die nämlich demnächst. Oh Gott, ist das eine Hitze. Dann können wir die nämlich demnächst alles hier. Das baue ich. Das nehme ich morgen schon mit ins Auto, mache morgen schon rein. Den nehme ich mit und oder teste den hier noch, wenn ich auf der Couch bin, irgendwie mit einem Zahnstocher und dann, dass ich da den Knopf besser drücken kann. Ich lese mir bei Temu auch nochmal durch, was man da noch machen kann. Ob da vielleicht eine Anleitung steht. Weil hier kann ich nicht lesen, das ist halt zu klein geschrieben. Müssen wir mal gucken. So. Und Autoschlüssel haben wir dann auch noch. Das lege ich mal hier oben hin. Da werde ich dann halt die Tage zum Baumarkt und mal gucken. Dann ist, wenn das klappt, dann ist das schon fertig. Dann muss ich einfach nur noch mal bei Nissan einen Termin machen. Für Ende des Monats, wenn ich wieder Geld kriege. Und dann das, oder nächsten Monat. Und dann, je nachdem, wie sie Termine haben, weil die sind auch ausgebucht. Und dann muss das halt nur noch kodiert werden. Weil das kann mein Werkstattmann nicht. Wir haben geguckt, aber das kann er nicht zugreifen. Hätte ich da auch noch mal gespart. Ja. Und das wird dann noch kodiert und dann ist das fertig. Dann nehme ich den im Auto mit und den anderen vom Auto, der mit original mit bei war, der bleibt hier zu Hause in Sicherheit. Ja, so machen wir das. Denke ich mal. So. Ich denke mal, das ist eine gute Idee. So, dann könnte das hier auch wieder weggeräumt werden. Jetzt dürfte eigentlich auch nichts mehr kommen oder irgendwo offen sein fürs Auto. Da müssten wir jetzt auf dem aktuellen Stand sein. Und auch so an Bestellung kommt jetzt nichts mehr. Da sind wir aktuell. Ja, dann kann ich morgen das Odi... Na, morgen schaffen wir es nicht. Morgen fahren wir nach Polen. Übermorgen oder so das Odi mal shoppen hier bearbeiten. Also ist jetzt das Letzte. Wie gesagt, dann kommt noch mal, wenn alles im Auto... Also wenn das Auto repariert ist, weil mir der Baum raufgefallen ist, wenn das repariert ist... alles angeklebt ist, fest verschraubt ist, hast nicht gesehen, kommt nochmal ein Video, was wahrscheinlich was länger gehen wird, wo ich euch alles zeige, was ich am Auto eingebaut habe, beziehungsweise rangeklebt habe, beziehungsweise erweitert habe, beziehungsweise neu eingebaut, wie Autoradio. Autoradio wird aber, ich werde es euch nur zeigen, wie es aussieht im Auto, aber ich werde halt nochmal zum Autoradio ein separates Video machen. Subwoofer, alles drum und dran, da wird es dann halt, das werde ich euch alles zeigen. So, ich muss jetzt aber Schluss machen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.